8 neu auf der 20. Weiter jetzt mit Apokalyptika und unseren Quotenfinnen Wille, Wallo und Lauri, was ja wieder eine Riesenausrede ist, um meine drei finnischen Worte anzubringen. Es handelt sich um Zählen und außerdem noch um Käsityönetylöi, das sehr bedeutsame Wort Handarbeitsausstellung. Nachdem das meine Regie nur auch voll drauf hat, ja, haben wir uns versucht zu erweitern und zwar mit folgendem. Dülleteme, komm her, und Teruaka, mach Essen. So, jetzt seid ihr gerüstet, weil das wahrscheinlich auch so das Grundfinnisch ist, was wir alle beherrschen und damit nicht sehr weit kommen, hat sich Lauri und auch der Wille gedacht, machen wir Englisch. Macht Sinn? Platz 6. Auf der 10 Silbermond mit Symphonie. Tipps für ihre Bühnenshow holt sich Silberküken Steffi übrigens gerne bei der Die Happy Sängerin Martha. Wir stehen hier im Regen. Ich will doch nur spielen. Das Spiel von Annette Louisanne geht runter auf die 9. Die sexy Lolita mit dem Säuselstimmchen steht bei Männern übrigens auf einen kräftigen Bariton. Soul-Legende Stevie Wonder findet Just Lose It wegen der Jaco-Verarsche so richtig daneben. Und zack, zack, stürzt Eminem ab. Von der 5 auf die 8. Mit ihrem Remake von Do They Know It's Christmas steigen die All-Stars von Band 8 neu ein auf die 7. Westlife und Blue durften übrigens nicht mitsingen. Für alle, denen Weihnachten eine Runde zu kitschig ist, gibt's die Killer-Alternative aus Finnland. Bittersweet mit Infernal Majesty, Wille Wallo, Lauri und Apokalyptika auf der 6. Was ich an dir mag, kannst du vielleicht nicht. Lukas Hilbert darf hoch auf die 5 mit Was ich an dir mag. Der Popstars Fiesling teilt sein Bettchen jetzt mit Ex-Kandidatin Trina. Dick Mobs Rolex muss draußen bleiben. Ich fühl mich wie das. Auf der 4 hält sich auch diese Woche die perfekte Welle von Juli. Das aktuelle Lieblingsbuch der 5 Gießener heißt Kochen für Rockstars. Im März will Kelly Rowland ihren Langzeit-Lover heiraten, also direkt nach der Destiny's Child-Tour. Mit Lose My Breath bleiben die Ladies auf der 3. Sechs Wochen hat sich Eric Prydz mit Call On Me auf der 1 gehalten. Diese Woche müssen die Aerobic Chicks ihre sexy Ärsche runter auf Platz 2 schwingen. Kleiner Tipp für Platz 1, sie hat definitiv einen Föhn in der Fresse. Gefährlicher als 160 Millionen Dollar zu stehlen, ist es, sie zurückzuzahlen. Und zwar inklusive Zinsen. Das tut so weh. Auf jeden Fall brauchen wir einen hochbezahlten Job. Du spähst an unserem Hochzeitstag ein Objekt aus? Tess. Ocean's 12. Im Kino. Und wir kommen zu Platz 1 in der Hitlist Germany. Es handelt sich um Sarah Connor. Ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Die Frau hat es geschafft, mit den letzten Dry Singles auf Platz 1 zu kommen. Der erste, Music is the Key. Zweite, One Last Dance. Auf jeden Fall irgendwas mit dem letzten Tanz. Schande über mich. Und natürlich Living to Love You. Das haben zum letzten Mal geschafft die Titanen von Modern Talking. In den 80ern. Also Respekt vor der Sarah und hier Windmaschine und kurze Kleidchen und Kunstschnee, alles dabei. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch, rock fleißig weiter zu Sarah Connor, Living to Love You.